Hallo meine kleinen Mini-Freunde, ich habe heute... Oh mein Gott, mein Ohr! Ich kann nicht mehr! Ich so, Julia, mach mal einen auf spontan! Das war echt anstrengend! Ja, die ist heute wieder da. Julia, wir haben heute was ganz Besonderes vor und du bist bestimmt schon richtig excited, weil ich hab's dir gerade schon verraten. Wie findest du's? Ohne Spaß, ich habe immer die Videos mit Emmy gesehen, wo du so Sachen in groß gemacht hast. Und ich dachte immer so, boah, zum Glück will der sowas nie mit mir. Tja, der Moment ist gekommen. Anstrengend und echt aufwendig und geht immer echt schief. Julia, das wird der krasseste Tag unseres Lebens, denn Leute, wir machen heute das größte Raffaello der Welt. Erstmal ein Raffaello genießen. Ja, die ganze scheiß Kokosflocken, ey. So, das kommt aber wieder weg. Denn wir machen heute... Oh, ich muss erstmal aufkauen, ey. Denn wir machen heute... Nee, ich hab immer noch was im Mund. Denn wir machen heute das größte Raffaello der Welt! Woo! Also, ich habe ein extrem gutes Rezept von Kikis Kitchen rausgesucht. Kennst du die? Nicht von... Ich koche heute. Nee, diesmal ist es Kiki. Es wird Zeit für die Zutaten. Wir brauchen als erstes... Ah, oh, ich dachte, du wirfst das jetzt auf mich drauf. Das sind original russische Waffle Bladders. Dann brauchen wir als nächstes natürlich einmal Handschuhe. Warum? Weil deine ekligen Dreckpfoten ganz bestimmt nicht unser tolles Raffaello anfassen werden. Dann brauchen wir 2 Kilo weiße Schokolade. Oh mein Gott. Ja, Julia, XXL Raffaello. Dann brauchen wir die guten Kokosraspeln. Kokosraspeln, lecker für euch, mit viel Kokosmilch. Und dann brauchen wir natürlich ein paar gemackte Mandeln. Gemackte Mandeln? Was geht noch weiter, Julia? Hä? 1 Kilogramm Mascarpone und natürlich 600 Gramm Schlagsahne. Gar nicht so viel, oder? Sind in 2 Stunden fertig. Plus 4 Stunden warten. 1200 Gramm weiße Kuvertüre müssen wir jetzt klein hacken. Oh, ich krieg's. Woo! 2, 4, 6, 8, 10. Okay, Glück gehabt, Fräulein. Ja, denkst du, ich kann schrechnen oder was? Ja, manchmal, also. Was hast du für einen Durchschnitt im Abi? Ich wollte gerade sagen, Abi-Schnitt ist nicht alles. Was hattest du für einen? Willst du es wirklich wissen? Ja. 1,8. Ja, ich sag dir meine. Oh, wir brauchen noch unsere Dings. Was denn? Julia, unsere Handschuhe. Wir verunreinigen doch gerade alles. Oh, stimmt, wir sind Ärzte. Ihr könnt damit auch gut euer Klo putzen. Ja, schon mal probiert? Nee, ich putze mein Klo immer ohne Handschuhe. Also ich putze mein Klo generell so gar nicht. Ja, habe ich gesehen. Ich war ja letztens richtige Bremsspur drin gewesen. Okay, wir müssen jetzt hier mal einen Zahn zulegen. Das dauert mir zu lange, Julia. Oha, du bist weiter als ich. Du bist schon beim dritten, oder? Oha, wie geil ich das gerade aufgemacht habe. Ich bin ein richtiger Chefkoch. Das wird auch richtig eklig mit diesen Handschuhen. Guck mal, wie sehr ich jetzt schon schwitze. Das ist so abartig. Ich habe gestern Wäsche aus meiner Waschmaschine geholt. Die hat ungelogen nach Katzenfutter gerochen. Weil die halt. Die Wäsche da drin? Ja, 1,5 Tage war die halt schon fertig. Boah. Das ist jetzt komplexe, weil ich schneller fertig war? Ja, das kann ich mir nicht geben, wenn eine Frau schneller fertig ist. So. Kannst du jetzt mal bitte aufräumen hier als Frau? Oh mein Gott. Ich weiß, der meint das ernst. Hey, nein. Halt doch die Wisst Presse. Ihr, wie sexistisch das natürlich? Als nächstes brauchen wir Stanislav. Ihhh, riech mal an deiner Hand. Wollen wir erstmal die ganze Sahne reinkippen? Ja, Mann. Riech mal da dran. Ich hätte dich hier gerade in die Ecke geschissen. Ist das die Sahne oder ja, ist das deine ist, Hand? Nein, das ist die Sahne. Mach die mal ist frisch das auf. So? Ja, voll ekelhaft. So aufmachen und direkt riechen. Riecht immer nach Scheiße. Ihhh, warum ist das so? Jetzt aufkochen. Was ist das hier eigentlich für ein Stück Schokolade? Das hast du. Echt? Ja, warte, ich geh noch mal dran. Die kocht schon, oder? Ja, die fängt an zu kochen. Is it blubbering? It's blubbering to the max. Okay, Julia, nimm sie ab. Oh, okay. Okay, hat geklappt. Okay. Vorsicht, Julia, das ist heiß. Boah, wie das gleich schmilzt. Okay, bist du ready für den nächsten Schritt? Das war gerade sehr unangenehm, weil ich habe Schritt gesagt und dann hast du in deinem Schritt hier so rumgekratzt und dann musste ich da so hingucken. Und das war sehr unangenehm. Die braucht so lange. Jetzt hackt sie ihre Mandeln. Kiki, es gibt auch gehackte Mandeln zu kaufen. Nicht Aggression, mein Gott, die arme Mädchen. Kiki, wenn ihr das seht. Kiki, ich mein's nicht böse, du weißt mein Bescheid. Erwohl. Also Leute, jetzt entsteht hier unsere Ganache. Ah, voll die gute Ganache. Ach, guck mal die Farbe an. Sieht ja aus wie diese Kondensmilch. Könnte auch Eiter sein. Zucker, wie viel? Ja, oh, keine Ahnung. 140, ne? Ja, ein bisschen mehr, aber schadet nicht. Oh, ich hasse warten, ne? Du hast Zeit auf 6, Julia. Es geht bis 20. Oh, sag mal, willst du mich eigentlich verarschen? Oh nee, jetzt brennt's an, jetzt musst du dich beeilen. Schnell! Oh, du bist es dampft schon. Oh, Julia, das brennt an. Ich riech das. Das brennt überhaupt nicht an. Doch, ich riech das richtig. Da wird bestimmt gleich Kuchen draus. Das ist immer so, wenn irgendwas anbrennt. Wenn du Schokolade anbrennen lässt, wird Kuchen draus. Stimmt! Ja! Oh mein Gott, du hast gleich wird's ein Kuchen. Jetzt halt doch mal die Schnauze! Guck mal, wie das dampft hier. Das wird doch gerade
Gleich super. Geht der Rauchmelder hier an. Wir machen jetzt die Mandeln rein, Leute. Das ist nämlich flüssig. Er ist aber noch gar nicht komplett flüssig. Doch, das wird schon. Mandeln kommen rein. Oh mein Gott. Oh, Joey. Hä, was ist denn? Keine Ahnung, ich wollte einfach nur Joey sagen. Oh, Leute, das sieht richtig lecker aus. Echt cool aus. Oh, das wird schon ein guter Mandelball. Oh, sie meinte, wir müssen jetzt schnell sein, weil wenn es einmal hart wird, können wir es nicht mehr zu einem Ball formen. Sie hat ihre Hände vorher mit kaltem Wasser in Handschuhe gelegt. Nee. Ich habe echt Schiss, Julia. Ich glaube, das ist totaler Schwachsinn mit dem kalten Wasser. Aber Kiki hat das gesagt. Ja, die hat bestimmt Kiki ein gutes hat aber Abi. Auch nicht immer recht. Soll ich? Ja. Oh Gott, ist das heiß. Oh Gott, Julia. Oh, ach du Scheiße. Oh shit. Oh, warte, Julia, warte. Oh, ich will nicht noch mehr. Oh. Warte. Der Ball wird gut. Oh, der wird echt gut. Warte. Okay, warte. Ich muss einmal zusammen. Oh, Julia, es ist so heiß. Schnell. Ah. Oh. Jetzt könnt ihr das machen. Wow! Dann ist die leckere Creme auch schon fertig. Wie sie sich selbst lobt, hast du gehört? Die leckere Creme. Das wollen wir erstmal sehen, Kiki. Oh, du bist schon wieder so weit bei mir, Julia. Ich mag das nicht. Da rieche ich dich immer so intensiv und das ist nicht schön. Bah! Julia! Also Leute, wir müssen jetzt die Form für unser Raffaello vorbereiten. Wir haben hier zwei halbflügelige Kormen. Halbflügelige Kormen, habe ich gerade gesagt. Julia hat gesagt, wir nehmen jetzt Frischhaltefolie und machen die erstmal hier drüber. Das ist nämlich wichtig, damit wir das dann nachher abkriegen. So? Was machst du da, Mann, Joey? Du bist wirklich einfach ich kann das auch. Ich hasse, unfähiger Gefährte. Ich hasse Frischhaltefolie. Das muss ich dir jetzt halt auch mal ganz ehrlich leider sagen. Ja. Oh, wie du das auch nervig abmachst, könnte ich schon wieder ausrasten. Es klappt doch aber alles. Ja, aber wie das aussieht, wie bei Flodders unterm Rucksack. Oh, ich will ja scheiße. Was? Jetzt müssen wir nochmal. Oh, nee! Jetzt müssen wir nochmal so Schokolade schmelzen. Oh. 250 Gramm weiße Kuvertüre. Ey, wir müssen echt aufpassen, dass das Wasser oh, ja. rein nein, geht. Da darf kein Wasser rein. Weil sonst wird es auch Kuchen. Schokolade und Wasser ist Kuchen. Echt? Wirklich? Ja. Oh, Julia nicht! Jetzt ist Wasser drin, jetzt wird Kuchen. Nein, es wird kein Kuchen. Es wird safe jetzt Kuchen. Nein, es wird. Julia, es ist Wasser drin, es ist Kuchen es jetzt. Es wird kein Kuchen. Doch, es ist jetzt Kuchen. Wir haben vor allem jetzt nicht genug Schokolade, das heißt, wir müssen jetzt nochmal losgehen und neue Kuvertüre kaufen. Ich schwöre auf mein Leben, es geht jetzt nicht. Nein! Mehr. Wir haben alles zerstört, ich zeig's euch. Genau. 50 Gramm. Oh, ich hab mich gefilmt. Leute, seht ihr es? Hier ist richtig viel Wasser drin. Ja, Julia so hat richtig viel Scheiße Wasser. Gebaut. Ja, schnell noch wegmachen, ne? Ich kann das doch so nicht tragen. Ja, natürlich nicht. Oh, ich war im heißen Wasser. Warte, ja, jetzt nehme ich's. Pass auf, da fließt Wasser rein. Oh, Julia. Ja, jetzt können wir es echt vergessen. Warte, ich gieße erstmal das Wasser ab. Leute, es wird fest. Hä, das ist so eine krasse chemische Reaktion. Ja, ich verstehe das. Ich habe das noch nie verstanden. Ja, also jetzt haben wir halt echt Kuchen. Ja, wir machen jetzt den ganzen Scheiß weg und machen es in der Mikrowelle. Es reicht. Wir sind so ein tolles Team. Deine Dummheit und meine Dummheit ist Katastrophe. Das kommt jetzt in die Mikrowelle, aber wie lang? Weil wenn man es zu lange in der Mikrowelle hat, wird auch Kuchen. Julia, deine und meine Dummheit ergibt Kuchen. Und? Ich glaube, es sieht gut aus. Hä, voll geil. Leute, es ist kein Kuchen. Es sieht so schön aus. Was machen wir jetzt damit? Ich glaube, wir pinseln das jetzt da rein. Oh, hast du Pinsel? Nee. Oh. Ich habe halt so einen normalen. Ja, wird schon potten. Hä, wieso machen wir es eigentlich jetzt schon? Wir müssen doch erst die Waffeln einlegen. Oh, ich habe keinen Bock mehr. Das Video nervt mich einfach nur. Das war von vornherein klar. Wir müssen uns jetzt beeilen. Ja, dann beeil dich der Stress, mal. Du hast die. Deswegen müssen wir jetzt die Waffelblätter in Milch einweichen, damit das gleich unsere Knusperschale drumherum wird. Wir müssen übrigens auch nicht die Verpackung einweichen. Wirklich nur die Waffel, Julia. We're all in this together. Ich kann auch nicht mehr. I gotta go my own way. What about us? What about everything we've been through? What about trust? I want you to stay. I gotta go my own way. Wanna try to try? I wanna try. Wenn das jetzt noch gerade gewesen wäre, wäre es halt cool gewesen fürs Video. Aber so ist halt einfach nur super peinlich. Oh, das geht gar nicht. Wir haben es geschafft. Wir haben jetzt unsere Waffles. Ich versuche gerade den Ball zu schneiden. Ja, wir haben ihn jetzt halt zu viel abkühlen lassen. Jetzt ist er halt steinhart. Oh, ja, drück, Julia. Brichst du das eigentlich auseinander? Das soll so nicht sein. Ich ein bisschen nach Pizza. Nee. Hey, doch, geh mal hier. Nee. Der große Schritt ist gekommen, Leute. Wir können endlich unsere Kanatsche aufschlagen. Also Kiki meinte, das wird jetzt gleich nicht mehr gelb, sondern auf einmal wird es dann weiß, wenn es ordentlich geschlagen ist. Ja. Okay, jetzt einfach 500 Gramm Mascarpone rein. Okay, bist du bereit für Nummer 2? It's going down. I'm going to mine. Sieht aus, hätten wir 3 Kilo Frischkäse zubereitet. Wir müssen das reinmachen und dann haben wir es. Ja, Mann. Geil, klatsch ein. So, wir machen die Kacke jetzt hier rein, Leute. Ich hoffe, boah, ihr wisst noch, wie so es ist. Sehr, dass es funktioniert. Boah, das ist aber schon eine schöne Creme. Ich glaube, das soll echt so aussehen, Leute. Ihhh, jetzt hast du da so Kacke reingeschmiert. Willst du deinen Halbdings reinsetzen? Yes. Drück ihn schön rein.
Das klang sehr zweideutig. Ja, ich schon. Willst du bei mir filmen, wie ich ihn reindrücke? Ja. Drück ihn schön rein. Oh mein Gott, du Abarth. Sieht aus wie so eine riesen Scheißwurst, die da rauskommt. Jetzt muss das hier nur noch für 4 Stunden in die Gefriertruhe und dann haben wir es gerockt. Wie geil sind wir. Klatsch 4 Stunden ein. Muss ich noch hier bleiben? Hallo Leute, es ist 50 Stunden später. Und wir sind jetzt wieder zurück. Wir mussten neue Kuchenouvertüre kaufen. Ja, weil Julia wieder Kuchen draus gemacht hat, die olle Schrulle. Ja, und jetzt Kuchenglasur. Kuchenglasur. Wir haben halt keine Kuvertüre im Supermarkt gefunden, deswegen haben wir jetzt Kuchenglasur. Julia, das wird niemals funktionieren. Hä, du hast gerade noch gesagt, ach doch, easy. Wie macht man das überhaupt da raus? Das packen wir jetzt einmal so in die Mikrowelle, denn Wasserbäder hassen wir des Todes. Oh mein du schaffst Gott. Das! Wie soll ich dir helfen? Du weißt doch gar nicht, wie das geht. Das ist da unten, das da drunter. Ne? Eine Minute. Und go! Okay, wollen wir unsere zwei Hälften mal holen? Oh yes! Oh mein Gott! Oha! Leute, wie cool ist das denn? Es hat richtig gut funktioniert. Oh scheiße. Ich habe voll viel Plastikfolie so in der Ritze. Also in der Ritze von meinem Raffaello. Ach so. Nicht mit einer Schere! Machst einmal meine Scheren kaputt! Die zermatscht und zerklebt voll! Du hast keine Ahnung von Küche. Du hast keine Ahnung. Weißt du, wofür ich immer eine Schere benutze? Für ja, alles. Deswegen musst du auch 30 Mal in der Woche eine neue kaufen. Ich hab noch nie eine neue gekauft. Ah, es geht ja mega gut. Ja, ach nee. Du bist so eine blöde Kuh. Oh. Halt die Fresse jetzt! Wir haben es geschafft, Leute. Wir haben überall alles ab. Wir müssen jetzt erstmal hier so ein bisschen Kuvertüre drauf machen. Ah ja, dann hol die mit als Klebstoff. Raus. Verstehst okay, du? Ja, ich verstehe das. Okay, gut. Also, Leute, so sehen jetzt unsere geilen halbierten Hälften aus. Leute, es wird jetzt hier richtig ernst. Wir werden jetzt hier drauf unser halbes Raffaello machen. Wir brauchen guten Klebstoff, damit es hält. Versteht ihr? Was ist eigentlich mit dir los? Also, es sieht ja von außen schon sehr eklig aus, ne? Oh nee, Julia, das ist richtig kacke. Hä, überhaupt nicht. Doch, so ein guck bisschen Hohlraum ist überhaupt gar nicht schlimm. Doch. Niemand ist perfekt. Julia! Hä? Ja, okay, mach. Leute, es fließt. Oh mein Gott, ich muss das mitfilmen. Aber ich glaube halt, diese Glasur, die wird super schnell hart. Weil dann müssen ja auch noch die Kokos-Raspels drauf. Ja, die müssen jetzt drauf. Warte doch. Oh, ja, ich bin doch hier wir noch müssen ganz uns halt beeilen, weil es sonst kalt wird. Ja, Julia, aber wenn ja, aber du die eine Hälfte... Ja, das hast du doch gerade gesagt. Ja, aber wenn du die eine Hälfte gar nicht abdeckst, du Alte. Boah, es riecht gut. Oh mein Gott. Nichts passiert. Oh, alles im Schritt. Oh, Julia. Okay, wollen wir es jetzt einmal umdrehen? Ja. Oh mein Gott. Oh, wir hätten vielleicht ein bisschen warten sollen. Du musst hier mehr. Ich oh, scheiße, wir haben den Rand. Wir haben den Mittelteil überhaupt nicht bedeckt, Julia. Scheiße. Oh, ist das eklig. Aber es riecht. Beeilen. Nee, warte doch jetzt. Das ist halt wirklich ernst. Hier vorne mehr, hier vorne mehr. Mehr. Julia, bist du bereit, das Ding zu zerkloppen? Oh, smooth. Ja. Oh Mann, nein, der Schrott, das ist gerade richtig. Ja, Julia, was soll ich denn machen? Okay, wir haben es geteilt. So sieht's aus. Voll geil irgendwie. Wer hätte es gedacht? Okay, wollen wir? Ja. Schmeckt überhaupt gar nicht mehr, Raffaello. Voll nach Tomate, ne? Das schmeckt, als hätten wir... Einfach nur 10.000 Kilo weiße Schokolade in einem Ball. Mit Frischkäse. Nach Tomate. Also wirklich, Leute, Kiki ist bestimmt eine ganz, ganz liebe, aber... Ja, aber ja. Das Rezept ging gar nicht. Aber bestimmt schmeckt der Mandelball lecker, würde man drankommen. Wir werden jetzt noch super viel Spaß haben, Kikis leckeres Raffaello zu essen. Oh nee. Wir hoffen trotzdem, es hat euch gefallen. Und wenn euch das Video gefallen hat und zum Lachen gebracht hat, dann gebt ihr einen fetten Daumen nach oben. Wir haben übrigens noch was gedreht. Und zwar haben wir das größte Mochi der Welt in Julias Kanal gedreht. Wow. Das Video findet ihr jetzt hier eingeblendet. Und den Link dazu auch nochmal unten in der... Oh, ich höre mich an wie so ein Toko-Moderator. Ja, ohne Spaß, ganz schrecklich. Und ja, vergesst nicht, meinen Kanal zu abonnieren, wenn ihr mehr Videos von mir sehen wollt. Vergesst nicht, Julias Kanal zu abonnieren. Und dann möchte ich auch schon wieder sagen, sehen wir uns bald wieder!